Ich war 18, wenn ich nach Deutschland kam, habe ich in LU5 in München studiert und dann bin ich gleich nach Düsseldorf. Dann habe ich bei GGK gearbeitet und dann nach 7 Jahren kann man sagen, dass Deutschland sich in mein DNA mehr oder weniger eingebürgert hat. Ne? Ja, brasilianisch-deutsch. Wenn ein Brasilianer aus Rio nach Deutschland kommt, ohne keine Ahnung zu haben, wie Deutschland ist, wie der Winter in Deutschland läuft, dann komme ich von 40 Grad in Rio direkt zu minus 15 in München. Da habe ich gelernt, meine brasilianische Seite zu besten auszunutzen. Ne? Das heißt, diese Kreativität, diese Farbe, diese chaotische Denkensart. Und da habe ich diesen gemischt mit dieser rationellen Konsequenz, Kohärenz von den Deutschen. Das habe ich irgendwo mit eingenommen und habe irgendwo das alles verwechselt. Und das hat mich eigentlich sehr gut genutzt und geprägt. 1993, wenn ich Agentur BBDO, Auma BBDO angefangen habe, das war der erste Kunde, der uns vertraute. Und dann haben wir die ganze, vor 20, 25 Jahren, haben wir die ganze Arbeit gemacht. Das war eine Sandalie und dann wurde eine brasilianische, eigentlich die erste brasilianische Weltmarke geworden. Eins davon würde ich sagen, das ist die Grand Prix in Cannes von 1993. Das ist so eine Anzeige, es sind drei Anzeigen, Doppelseiten, wo ein Bauch und die andere Seite ist weiß und da gibt es nur diese Krone von der Guaraná Softdrink Diet. Was ich eigentlich damals von Deutschland gelernt habe, diese Simplizität, diese Objektivität, diese Reduzierung und dann habe ich da benutzt und hat funktioniert, 100%. Ich habe mich immer vorgestellt, dass wenn ich 50 bin, dass ich eigentlich was anderes machen würde. Und dann, als ich 50 war, geworden bin, dann habe ich gedacht, es ist schon Zeit. Ne? Es ist nicht, dass es langweilig geworden ist, aber es hat sich ein bisschen um die Sachen, die gleichen Sachen gedreht. Und ich wollte was anderes machen, wollte mich herausfordern, wollte aus der Komfortzone ein bisschen rausgehen. Und dann habe ich verkauft, um was anderes zu machen. Ich wollte wieder surfen. Und was anderes, was ich machen wollte, ich wollte malen. Ich bin ein Grafikdesigner, habe immer gezeichnet, habe immer gemalt. Ich erinnere mich damals, wenn ich was sagen kann, eine der Sachen, die mich zur Werbung gedrückt, irgendwo angezogen hat, war Michael Schirner mit der IBM-Anzeige. Ne? Und wenn ich zwei Idole in der Werbung war für mich, Michael Schirner irgendwo, das möchte ich in diese Richtung gehen. Und Gary Lopez in Surfen, das möchte ich in diese Richtung gehen. Musik.